hier bei uns. Seit über 20 Jahren gibt SimCity die Möglichkeit, Mechanismen und Ursachen einfacher und schwerer Komplexe kennenzulernen, zu erforschen, zu ergründen und dabei spielerisch natürlich auch umzusetzen. Ihr seid heute privilegiert, als Erste das neue SimCity zu spielen und werdet dort in eine reichhaltige, dynamische und interaktive Welt eintauchen können. Diese Version wartet mit sehr vielen kreativen neuen Werkzeugen auf euch, wie kurvige Straßen, sodass ihr wirklich originellere Städte auch erbauen könnt und schaffen könnt. Dabei bleibt eure Stadt hin aber weiterhin überall vernetzt. Ihr werdet auch dabei die Power der Glasbox kennenlernen, die das Simulationskraftwerk des neuen Spiels halt eben auch darstellt. Alles, was ihr macht, alles, was ihr kreiert, ist Simulation. Das heißt, das, was ihr seht, ist das, was ihr auch wirklich simuliert. Ihr dürft euch dabei durchaus bewusst sein, dass all das, was ihr macht, sehr, sehr stark von euren Entscheidungen abhängt und ihr da sehr, sehr viele Möglichkeiten habt, die zum Teil auch grenzenlos sind. Deswegen da auch immer mit ein bisschen Bedacht das machen, was ihr da auch machen wollt. Jede Aktion von euch nämlich beeinflusst das Leben der Sims und beeinflusst natürlich auch die ganze Entwicklung eurer Stadt. Darum geht es natürlich auch, ihr müsst in Kontakt mit den Sims eure Stadt erbauen. Sie werden Ansprüche haben, sie werden Nachfragen haben, sie werden Nachforderungen haben. Und ihr seid die Entscheider, die dann auch sagen können, ob ihr dem folgen wollt, ob ihr dem Vorschlag folgen wollt, ob ihr das auch so machen wollt, wie die sich das vorstellen, oder eher, ob ihr eure kreative Idee dabei durchsetzen wollt. Ihr entwickelt eure Stadt weiter. Ihr entscheidet, ob ihr eher eine touristische, freundliche Casino-Stadt haben wollt oder ob ihr eher eine industrielle, geldsprudelnde Umgebung haben wollt oder vielleicht sogar eine universitäre Umgebung, die natürlich ein bisschen edler dabei ist. Ihr seid diejenigen, die in der SimCity World im Mittelpunkt stehen. Ihr seid miteinander alle vernetzt, sodass ihr auch über den CityLog in Kontakt mit euren Freunden bleiben könnt. Durch das Spielen generell könnt ihr euch natürlich im Global Market zu einem Major-Spieler heraufarbeiten oder natürlich auch in der Weltrangliste weiter nach oben steigen, je nachdem, was für Herausforderungen ihr annimmt und die ihr euch dann gegenüberstellt und konfrontiert. Ihr seid jetzt an der Reihe. Achtet ein bisschen darauf, was die Sims euch kommunizieren. Es gibt so Sprechblasen, einfach da mal den Text durchlesen, denn das hilft euch auch immer so ein bisschen als Orientierungshilfe. Wir empfehlen allen, sowohl den Anfängern als auch den fortgeschrittenen Spielern, einfach das Tutorial durchzuspielen. Und dabei wünschen wir euch jetzt einfach viel Spaß. Testet, prüft das Ganze, durchstöbert das Ganze, reizt es aus, was die Demo-Version jetzt hergibt. Und wir wünschen euch dabei viel Spaß. 20 Minuten habt ihr Zeit. Die Türen sind rechts und links geöffnet. Viel Spaß dabei.